da sind wir wieder. Hier ist der Nachtzug nach Hamburg, der Podcast von Reiko Schmidt, die 2067. Ausgabe. Ich freue mich ganz sehr, dass ihr wieder mit dabei seid, während ich durch Finnland fahre, und zwar mit einem vollelektrischen Volvo C40. Und ich möchte euch einfach, falls ihr keine Elektrofahrer seid, mal ein bisschen informieren, wie das so generell läuft. Zum einen, ich bin ja losgefahren mit 100% Akku voll, angeblich 420 Kilometer Reichweite. Ich kann euch sagen, im Falle dieses Volvos stimmt das nicht. Nach 210 Kilometern, die ich gefahren bin, waren nur noch 28% im Akku drin. Bedeutet also, ich wäre niemals die 420 Kilometer gekommen, und dabei bin ich extrem langsam gefahren. Ich bin in Finnland unterwegs. Ich durfte in der Stadt ja nur 30 oder 40 fahren. Auf der Autobahn ist das höchste der Gefühle 120, aber die meiste Zeit fährt man 80 oder 100. Heißt also, wenn ich in Deutschland unterwegs gewesen wäre, wo ich ja gerne mal 200 fahre, dann wäre der Akku wahrscheinlich schon nach 100 Kilometern leer gewesen. Also eigentlich überhaupt nicht zu gebrauchen, so eine Elektromobilität mit so schwachen Akkus. Jetzt weiß ich nicht, ob es an diesem Fahrzeug speziell liegt, aber 420 Kilometer, die prognostiziert sind, und dann werden daraus 100 Kilometer und danach darf man erstmal eine Stunde laden. Das ist also tatsächlich nicht zu gebrauchen. Ich will euch da nur warnen, denn nicht, dass man dann aus Versehen denkt, oh, man will ja was für die Umwelt tun, kauft sich so ein Auto und ist dann angeschmiert. Noch dazu kommt, dass bei der Klimatisierung gespart wird, mutmaßlich aus Stromgründen, dass es ewig dauert, bevor die Hütte kalt ist, und das im Hochsommer oder wenn es warm ist. Also das muss man sich überlegen. Ja, und wenn man dann zum Kunden kommt, so wie ich heute, da ist mir was Lustiges passiert. Da habe ich mich total gewundert. Es gab an jedem Parkplatz eine Steckdose. Eine ganz normale Stromsteckdose. Und Reiko dachte, oh, wie geil, während meines mehrstündigen Kundentermins stecke ich einfach den Wagen so ein bisschen an. Der lädt zwar dann nicht so dolle, weil es sind ja nur die 220 Volt. Das ist schon mal auf jeden Fall kein Schnellladegerät oder Fast Charger, wie sie heute heißen. Habe das angeschlossen und habe dann drinnen gefragt, ob ich das alles richtig angeschlossen habe, weil da war noch so eine kleine Zeitschaltuhr dabei. Und da wusste ich nicht, wie die bedient wird. Habe also gefragt beim Kunden, und da lachten die sich halb schlapp und haben gesagt, damit kann man gar kein Auto aufladen, sondern diese Steckdosen sind für die Motorheizungen gedacht. Und zwar sind Autos, die in Finnland verkauft werden, mit einer speziellen Aufnahme im Motorraum ausgestattet. Und da kauft man sich so eine Art Heizstab, und den legt man dann, wenn es im Winter so minus 20 Grad hat, ab minus 20 Grad macht man das, legt man auf den Motor drauf oder steckt ihn an diese spezielle Stelle am Motor, verbindet es mit dem Stromnetz, und dann wird der Motor vorgeheizt. Das macht man also eine halbe Stunde, bevor man losfährt, wärmt man den Motor elektrisch vor. Und dafür dient auch die Zeitschaltuhr, dass man weiß, wenn man um 16 Uhr Feierabend hat, dann stellt man die Uhr auf 15.30 Uhr und dann wird der Motor vorgewärmt. Dafür waren die Dinger da, nicht etwa um Elektroautomobile zu fahren oder zu aufzuladen. Und beim Kunden haben mich alle fassungslos angeguckt, wieso ich mit einem Elektroauto da bin. Denn in Finnland fährt die Dinger keiner. Außer vielleicht ein paar aus ideologischen Gründen, die in der Großstadt wohnen und eigentlich gar kein Auto brauchen. Die fahren dann mal einen Tesla. Die können sich das auch leisten. Aber jeder, der aufs Auto angewiesen ist, der fährt natürlich hier einen Verbrenner. Ja, und ich bin dann also mit meinem nicht aufgeladenen Auto vom Kunden weggefahren und dachte, also nach Helsinki kommst du so zurück, auf gar keinen Fall. Möchtest jetzt mal das Aufladen ausprobieren. Bin zur ABC gefahren, das ist hier eine Tankstellenfirma, die eine Kette ist, und habe gedacht, ich kriege das hin. Allerdings nicht so wirklich. Ich habe dort keinen QR-Code gefunden, der mich im App Store auf die richtige App stößt, damit ich die runterladen kann, weil man kann nur mit einer App laden. Es gibt ja keine Karten, die man davor halten muss vor irgendeinen Scanner, sondern
man braucht immer eine App. Aber die Finnen sind nett. Ich habe dann einen gefragt, der da auch sein Auto gerade aufgeladen hat. Der war super freundlich und hat mir dann erklärt, wie es geht, hat mir seine App gezeigt. Und dann habe ich das installiert, mit Apple Pay bezahlt. Das war dann wirklich easy going. Allerdings habe ich bei ABC den letzten Parkplatz zum Aufladen erwischt. Die haben also 8 Säulen und 7 waren schon belegt. Ich hatte also Glück, konnte mich dann direkt daran stellen, habe die App installiert und aufgeladen. War dann in der Zwischenzeit zu Abendessen und als ich zurückkam, waren alle Buchten belegt, inklusive meiner. Ich bin dann weggefahren und in dem Moment, wo ich schon mein Kabel rausgezogen habe aus dem Auto, sprang ein Finne in seinen Wagen und ich dachte schon, ach Gottchen, der wartet wahrscheinlich schon eine ganze Weile, dass der meinen Parkplatz, meinen Ladeplatz bekommt. Also das Problem der Elektromobilität ist nicht nur, dass man mit den Akkus nur kurze Strecken überbrücken kann, dass man also weite Reisen zumindest mit einem Volvo C40 total vergessen kann, vor allen Dingen, wenn man sportlich fährt. Man braucht ewig fürs Laden. Es hat über eine Stunde gedauert, mein Auto aufzuladen. Und wenn man richtig Pech hat, muss man erstmal eine Stunde warten, bis eine Ladelücke frei wird. Das heißt, das Tanken dauert dann gleich mal 2 Stunden. Also krass, dass es wirklich so mies ist, hätte ich nicht gedacht. Ich hatte mich schon auf Herausforderungen eingestellt, aber dass es so eine Katastrophe wird, das hat mich dann doch ein bisschen überrascht. Aber dafür hat mein Hotel heute Nacht eine Ladeschale. Ich fahre da jetzt also zum Hotel und habe dann wenigstens morgen früh ein voll aufgeladenes Auto. Und das bringt mich dann zum Flugplatz, zum Flughafen in Helsinki zurück. Aber das war es dann erstmal das nächste Mal, wenn ich mir wieder irgendein Auto mieten muss, beruflich oder privat, werde ich ganz sehr darauf achten, dass das ein Verbrenner ist. Das war's für heute. Dankeschön fürs Zuhören, für den Speicherplatz auf euren Geräten. Ich sag Moin, Mahlzeit oder guten Abend, je nachdem, wann ihr mich hier gerade gehört habt. Und falls ihr vielleicht noch Fragen habt zum Thema Elektroauto, die ich euch jetzt gar nicht beantwortet habe, weil ich nicht dran gedacht habe, dann schreibt mir einfach an nachtzug@email.de oder schreibt mir eure Meinung zum Podcast, was immer ihr wollt. Und dann hören wir uns vielleicht schon morgen wieder. Euer Reiko. Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein. So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen. Iswas Dog mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt.